Here is the former undisputed Cruiserweight World Champion and the former four-time heavyweight champion of the world, introducing the one and only Evander, the real deal Holyfield. Ladies and gentlemen, please welcome the former WBO heavyweight world champion, the current IBF number one ranked heavyweight. Here is the classy top contender, introducing Chris Burns. Obey my commands, most importantly, defend yourselves at all times. Shake hands and come out of the box. Ja, kann man das mit dem Stil von Chris Burt. Holyfield hat gesagt, naja, dann läuft er weg. Und was macht er, wenn ich nicht hinterhergehe? Wer gewinnt dann wohl die Runden? Mal schlagen, das wird nicht unbedingt Michael Moura. Holyfield war draußen und sollen die... ist ganz weit aufgemacht, ja, um so als Schutzschild zu fungieren und um dann oben durchzukommen. Drängen zu lassen. Kommt. Ja, wegdrehen, wegschieben. Genauso weitermachen, den auch Gänse absichtlich ein bisschen zu tief ansetzt. Weder der drehen und bei, dann kommt die Zunge raus. Noch und schon seit einigen Jahrzehnten. Und dann den Aufwärtshaken ins Ziel. Es wird davon abhängen, wie oft die Balance stören. Wir haben das vorhin mal schön gesehen, als Bird durchkam. Wir haben es. Gut gemacht, schön reingegangen und Holyfield wartet da wieder auf die Möglichkeit, die Rechte ins Ziel zu bringen, aber er bewegt sich gut raus. Sagt er halt, viel wichtiger ist natürlich nicht getroffen zu werden und gut aussehen, aber er hat es ein paar Mal probiert. Hier. Beinarbeit immer nur so. Arbeitet gut mit der Führhand durchsetzen können und Holyfield wartet auf den einen Schlag, der vielleicht alles den nötigen Respekt verschafft. Gute Treffer. Kümmert sich dann mehr um den Wassereimer in diesem Moment. Und hat sich dann langsam nach oben schlug Vitali Klitschko, verlor gegen Vladi zu bleiben und bekam die Rechte rauszunehmen, mit zu boxen, ihm zu zeigen, dass ich ihn treffen kann und irgendwann lege ich die Kraft wieder. Ja, die guten Aktionen von Chris Burt, dann dreht er die ganze Größe des Rings mitnutzt. Aber hier nochmal erstmal die zwei guten. Immer auch aufpassen auf die Füße. In der Mitte mit dem Kopf arbeiten. Mit Chris Burt. Man hier boxen würde. Das ist meine Marke, aber es gibt. Sein, denn da gießt man ja den Handschuh oder sollte vorn zu unterbinden. Und ich finde es auch gut. Der tut fast mehr weh. Die linke von Bird hängt häufig. Wenn da dann der Konter reinkommt, dann kann ich hinterher. Ja, und dann kommt er durch zu Boden. Er hat die Handschuhe da hängen. Wo man das gegen Holyfield eigentlich nicht. Die Jahre verkneife ich mir den Kommentar, aber das war fast eine Lehrstunde. Rote Körpertreffer, ein bisschen
und schauen dann den Leuten zu, wenn die was zu essen in der steht da. Er will ihn jetzt nicht mehr rauslassen aus der Ecke. Das kosten die teuersten Karten, die günstigsten liegen in der Hand. Harte Boxer Kins. Der linke Haken und die rechte, die Konter von Chris Burt. In die Ecke stellen, die rechte. In der Hoffnung, dass vielleicht doch noch der alte Mann hier zum fünften Mal. Das Bild spricht Bände. Der Punktrichterzettel eingesammelt von Randy Newman. Der Sieger bekommt 9, der unterlegene. Nein, der Sieger erhält 10. All three in favor of the winner of the IBF Heavyweight Championship of the World, Chris